Die Basis für alle Glasprodukte von Glas Trüsch bildet das sogenannte Floatglas, welches wir in höchster Qualität in unseren eigenen Floatglaswerken herstellen. Die Produktion von Floatglas umfasst 5 Schritte. Im Gemengehaus wird aus den Rohstoffen Quarzsand, Soda, Dolomit, Kalk und weiteren Zutaten das Gemenge hergestellt. Die Grundlage für die Floatglas-Produktion. Die exakte Mischung und die Qualität jedes einzelnen Rohstoffs werden vorher im Labor strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Das Gemenge wird in den ca. 1550 Grad heißen Schmelzofen eingebracht, wo es von Gasbrennern zum Schmelzen gebracht wird. Die Geburtsstunde von Glas. Danach ergießt sich die flüssige Glasmasse wie ein Lavastrom auf ein Bad aus geschmolzenem Zinn. Dort wird sie mittels Toproller gezogen oder gestaucht, je nach später benötigter Glasstärke. Das geformte Glasband tritt nun seine Reise durch den über 150 Meter langen Rollenkühlofen an. Behutsames, kontrolliertes Herunterkühlen von 600 auf 60 Grad erfordert ein Hochmaß an technischer Erfahrung und garantiert uns und den Kunden einen sicheren Glaszuschnitt. Nach einer strengen Qualitätskontrolle wird das endlose Glasband nun in Glastafeln unterschiedlicher Länge abgeschnitten. Dafür ritzt die computergesteuerte Schneidemaschine das Glas mit einem Hartmetallrad. Anschließend wird es automatisch gebrochen und abgestapelt. Vor der Auslieferung wird das Glas nochmals auf seine physikalische und optische Qualität hin überprüft. Anschließend befördern wir das Glas zeit- und bedarfsgerecht zu unseren Kunden in ganz Europa. Dabei setzen wir LKWs mit sparsamen Motoren und den neuesten Abgasfiltern ein. Die Herstellung von Floatglas erfordert viel Energie. Umso wichtiger ist es uns, die Produktion so energieeffizient wie möglich zu gestalten. Das erreichen wir durch eigens entwickelte Schmelzöfen, die zu den effizientesten weltweit gehören. Vorreiter sind wir auch in Sachen Recycling. Dem Schmelzprozess werden bis zu 30% Glasscherben zugefügt. Rund ein Drittel des Strombedarfs der Floatglaswerke decken wir zudem durch Abwärme, die wir aus unseren Generatoren und Dampfturbinen zurückgewinnen. Für eine möglichst umweltfreundliche Floatglasherstellung verwenden wir außerdem modernste Filtertechnologien. Sie sorgen dafür, dass die Abgase aus der Produktion weitestgehend von Schwefel, Staub und Stickstoff befreit werden. Die Luft im Umfeld der Werke wird dadurch so sauber, dass sich sogar unsere rund 900.000 Mitarbeitenden in der Honigproduktion wohlfühlen. Ganz nach unserem Leitbild Green for Generations. Glas Trüsch.